Now with the threat of coronavirus, box offices across the world, they are feeling the impact. Das Coronavirus trifft nicht nur das öffentliche Leben, sondern natürlich auch die Filmbranche. Einige Kinofilme wie der neue Bond trauen sich zwar schon einen neuen Termin zu, viele andere wie etwa Black Widow wurden aber auf unbestimmte Zeit verschoben. His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated. Fully conscious, but no choices. Auch Serien sind von den weltweiten Produktionsstopps betroffen. Auf Stranger Things Staffel 4, The Walking Dead Staffel 11 und viele weitere müssen Fans länger als geplant warten. Also kommt jetzt nichts Neues mehr? Zum Glück nicht ganz. In diesem Video zeigen wir euch, auf was ihr euch an neuen Serien und Filmen freuen könnt, trotz Coronavirus. Als Vorsichtsmaßnahme bleibt unser Team immer noch im Homeoffice, Aufnahmen vor der Kamera fallen deswegen auf absehbare Zeit weg. Übrigens, die neue Folge von Die Quadrataugen gibt es als Podcast only. In dieser Folge sprechen wir über Der Brief für den König und die Studio Ghibli-Filme. Los geht's mit Sky. Dort ist bereits Ende März 000 gestartet. Die neue Serie über den internationalen Kokainhandel basiert auf dem Bestseller von Roberto Saviano, dessen Roman Gomorra ja auch schon adaptiert wurde. You know why we're not gonna lose money on this? Because what we do keeps the world's economy afloat. Der Titel spielt übrigens auf die Reinheitsstufen von Kokain an. Drei Nullen stehen für beste Qualität. Bigger risk than usual. I was born into this world. And my first memories of it are pain. Nach langer Pause kehrt Ende März die Sci-Fi-Serie Westworld mit der dritten Staffel zurück. Wenn ihr vorher noch eine Zusammenfassung der ersten und zweiten Staffel braucht, da haben wir was für euch. The name's Doctor. The Doctor. Ab dem 16. April läuft auf Sky die 12. Staffel von Doctor Who. Seit der 11. Staffel wird der Doktor ja von Jodie Whittaker gespielt. Die Kultserie um den zeitreisenden Time Lord ist die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt. You believe this is alien? What's the plan? You trust me, don't you? Es handelt sich um eine Mission der SS, höchste Geheimhaltungsstufe. Wer sich statt Sci-Fi eher für Historisches interessiert, der kann sich ab dem 24. April die zweite Staffel von Das Boot anschauen. Diesmal begleitet die Serie den erfahrenen U-Boot-Kommandanten Johannes von Reinhardts und seine Mannschaft. Inspektor Divine meinte, Sie haben Informationen. Gut, eine Deutsche kümmert sich um Sie. Greendale 7, you are hereby expelled from Greendale Community College. Auch auf Netflix reißt der Seriennachschub erstmal nicht ab. Ab dem 1. April, Verzeihung, ab dem 32. März gibt es endlich die Kult-Sitcom Community. Die Serie von Rick and Morty-Schöpfer Dan Harmon hat sich über die Jahre zu einem Fan- und Kritikerliebling entwickelt. Dramatisch statt lustig wird es ab dem 3. April, dann läuft nämlich die 4. Staffel von Haus des Geldes. Im Bruchteil einer Sekunde kann alles vorbei sein. Worum es in der 4. Staffel gehen könnte, haben wir ja schon in diesem Video spekuliert. His kingdom, it is you who must rule Uhtred of Bebbanburg. Ebenfalls die 4. Staffel von The Last Kingdom ist am 26. April auf Netflix zu sehen. Ob die Serie um den adligen Uhtred ein würdiger Game of Thrones-Ersatz sein kann, haben wir bereits in diesem Video thematisiert. Everything about our family is insane. It always has. Leider noch kein festes Startdatum haben folgende Serien. So soll nämlich die zweite Staffel von The Umbrella Academy Gerüchten zufolge noch im April starten. Is that my skirt? Oh, yeah, this. It's very breathy on the bits. Nice to see nothing's changed. Ich hab gehört, dass sie Ecstasy verkaufen. Hm? Ecstasy verkaufen. Auch How to Sell Drugs Online Fast soll noch im Frühjahr seine zweite Staffel bekommen. Schließlich hat Hauptdarsteller Maximilian Mund vor 3 Monaten auf Instagram den Drehschluss verkündet. Wo hat alles angefangen? Auch für die finale 3. Staffel von Dark gibt es noch keinen Termin. Fans vermuten allerdings, dass es der 27. Juni 2020 sein wird, ein wichtiges Datum im Dark-Kosmos. Und noch eine Serie steht vor dem Abschluss, Tote Mädchen lügen nicht mit Staffel 4. Wenn Netflix seinen üblichen Zyklus einhält, können wir die neuen Folgen wohl im Oktober 2020 zu sehen bekommen. And we become a way for the universe to know itself.
Yeah, that was pretty good. Yeah, thanks. I plagiarized it like 9 different things. Neue Serien gibt es natürlich auch auf Amazon Prime, wie etwa die zweite Staffel von The Orville ab dem 30. April. Der Streamingdienst hat aber noch andere Trümpfe, nämlich aktuelle Kinofilme. Okay. He's sitting in that chair. So könnt ihr bereits jetzt Der Unsichtbare und Emma ausleihen für 17,99 €. With whom will you dance? What is this place? I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed. Bloodshot mit Vin Diesel gibt es für 16,99 € sogar schon zu kaufen. Eine echte Besonderheit, denn eigentlich landen Filme, nachdem sie im Kino gelaufen sind, ein paar Monate später erst als DVD im Verkauf und dann erst als Video on Demand auf entsprechenden Seiten. Das gilt in Zeiten von Corona aber nicht mehr. The world's moved on, Commander Bond. Mit unseren Empfehlungen kommt ihr hoffentlich gut durch die nächste Zeit. Haben wir was vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten bleibt gesund.